Hallo und herzlich willkommen zur 12. Folge unserer dritten Staffel von Early Access Die Gilde 3 in der Version 0.9.8. Heute am 21.05. für alle Männer da draußen einen wunderschönen Männertag, für alle anderen einen schönen entspannten Feiertag. So, der dicke alte Mann hat ja beim letzten Mal die Kunsttischlerei hier im Bau gegeben, die zweite jetzt bereits, damit wir da nochmal mehr Pferdekarren herstellen können. Und ich habe mir mal ein paar Gedanken gemacht bezüglich des Lagerhauses. Denn wir haben grundsätzlich das Problem bei unserem ersten Lagerhaus. Wo ist es hin? Ich weiß ganz genau, wir hatten eins. Da ist es. Wir haben grundsätzlich das Problem, dass das Ding immer zu voll ist. Die Furtknechte fahren rum, sie kriegen es nicht reingelagert, weil hier einfach zu wenig Slots sind. Zuallererst einmal Lagerslots. Wo sind sie? Hier. Warte, nochmal kurz Tourtipp. Plus 5 weitere Slots für den Tausi. Plus 4 für 800. Plus 3 für 500. Dann nochmal kurz reingucken, ob wir hier noch irgendwas Sinnvolles machen können. Erstmal nicht. Lagerfläche. Hä, warte mal. Lagerslots sind 3. Anzahl der Lagerslots plus 3 und Lagerfläche auch nochmal. Lasst jetzt hier mal reingucken. Jetzt haben wir erstmal wieder schön anderthalb Reihen mehr bekommen. Ungefähr anderthalb. Exakt anderthalb, wie ich gerade sehe. Da passt schon mal deutlich mehr rein. Jetzt gucken wir mal. Wir sind jetzt hier sind jetzt theoretisch 3 leere. Jetzt möchte ich das wissen. Lagerfläche, wo ist es hin? Lagerfläche, Lagerfläche. Hier auch nochmal. Gib mal. Ich kann keine weiteren. Nein! 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 Ah! Verdammt. Okay. Aber gut, das soll erstmal genügen. Wir lassen die Zeit jetzt auch mal wieder laufen. Wir wurden irgendwo reingewählt und zwar Ingo ist Informant. Sehr schön. Wir haben schon wieder tausende Termine hier geführt. Natürlich wählen wir unseren Ernst. Szene verlassen. Dann. Ihr kandidiert sie zur Informantin. Ist mir wurscht. Achso, warte, ich muss mich entscheiden. So, Szene verlassen. Kommt der nächste Termin reingetrudelt. Mann! Ich darf nicht dagegen stimmen. Ist natürlich toll. Ja, hier, komm, mach. Hier entscheiden wir uns natürlich für die Clara. Auch wenn wir nur eine Stimme haben. Aber wir sind ja allgemein sehr beliebt eigentlich gewesen bisher. So. Lagerhaus. Ich würde sagen, wir gucken uns das jetzt nochmal ein bisschen an. Boah, alter Schwede! Jemand hat die Bevölkerung gegen euch aufgehetzt. Ich verstehe es nicht. Warum kaufst du so krass viel Silber ein, obwohl in den Lagerregeln unter Rohstoffe... Ist das Rohstoffe? Nee, das wird schon... Oder doch? Lass mal gucken. Sind das schon Silberbarren? Nee, das wird unter Alltagsgut stehen. Es wäre immer noch schön, wenn man sich hier per Suche, also eintippen, das raussuchen könnte. Hier, guck mal. Ach, deswegen. Ja, Robin, klar. Wenn man hier Maximalbestand hat, muss man den natürlich auch einhalten, ne? Maximal 120. Das ist nämlich dann die nächste Überlegung, dass wir dann pro Ware sagen, maximal 120 fertig aus. Jetzt suchen wir uns Eisen raus. Auch Alltagsgut. Das wird heute, muss ich gleich schon mal vorab kündigen, eine etwas langweiligere Folge wahrscheinlich, weil wir jetzt hier die ganzen Lagerregeln mal richtig abändern müssen. Was ich euch aber mal nebenbei noch erzählen kann, ich habe Kunde erfahren, um es mal ein bisschen altertümlicher auszudrücken, dass es Probleme mit dem Multiplayer gibt, Verbindungsabbrüche. Da habe ich den Heinrich mal angeschrieben und habe gefragt, hey du, könnt ihr das bestätigen oder liegt das vielleicht nur daran, dass diejenigen, die Probleme haben, die Tipps nicht befolgt haben bezüglich Neuinstallation, Daten auf Fehler überprüfen, alte Safe Games löschen, was ich ja immer und immer wieder mal euch gesagt habe, macht das mal nach jedem Update. Wurde jetzt bestätigt, ist ein bekanntes Problem. Es wird fieberhaft dran gearbeitet. Die Ursache, wenn ich das richtig verstanden habe, ist wohl schon erkannt. Jetzt wird gerade an der Lösung gefeilt, an der Lösung gearbeitet. Und
guck mal, hier habe ich schon 60 Maximum drin eigentlich. Hm. Weiß nicht mal, was ich letztes Mal gemacht habe. Schön. So. Schön wäre es noch, wenn ich das verschieben könnte, um einfach mal noch die Lagerfläche im Hintergrund zu sehen. Damit ich weiß, was jetzt hier immer so gelagert wird. Ja, es wird dran gearbeitet, es wird dran gefeilt und dementsprechend geduldet euch bitte noch ein bisschen. Wir haben ja momentan mit unserer Multiplayer-Playlist eh noch das Problem, dass der liebe Luke ja gerade noch mit seinem Umzug beschäftigt ist. Dass wir dann da höchstwahrscheinlich erst im Juni wieder mit Aufnahmen anfangen können. Zuallererst geht es natürlich aber bei Satisfactory weiter. Da ist die Anfrage ja ebenso hoch und da hatten wir ja eigentlich noch versucht, das am Laufen zu halten. Jetzt noch hier diese Brettergeschichten. Warte mal, Leder brauchen wir, glaube ich, auch zwischendurch. Es wäre natürlich cool, wenn ich auch hier bei so einem automatisierten Lagerhaus einfach sagen könnte, hier oben für alle mindestens 20, Maximum 120. Das wäre auch schon viel, viel hilfreicher, glaube ich. Huch, nein. Ich glaube, hier braucht man auch 120. So. Karren auch Maximum 120. So, eigentlich war ich auf der Suche nach den Brettern, aber jetzt haben wir hier noch die Pferde mit dabei. Die brauchen wir ja auch für irgendwelche Sachen. Kannst du auch 120 Maximum sagen? Hier sind die Bretter. Huch. So. Damit wir da halt möglichst immer bloß einen Lagerslot voll bekommen. Ektoplasma brauchten wir auch, soweit ich weiß. Reitpferde dann dementsprechend genauso. Moment, Entschuldigung. So. Hier sind die anderen Bretter. Und dann haben wir ja noch die Silberringe und die Edelsteinringe. Hier ist Silberring. Und hier haben wir auch gleich schon den Edelsteinring. So, was noch? Gold. Golderz und Goldbarren dann wahrscheinlich auch. Gucken wir gleich rein hier. Lagerregeln. Rohstoffe. Silbererz dann selbstverfreilich auch noch. So, wo ist hier das Gold? Oh, Holzkohle brauchen wir, glaube ich, auch noch. Hier ist Jolt. So, und dann brauchen wir aber auch noch Alltagsgut. Goldbarren. Goldbarren, wo sind sie? Hier sind sie. So, von denen hier selbstverfreilich auch. Und von denen hier auch. Flachs ebenso. Glaube ich. Nägel. Nägel brauchen wir definitiv auch. So. Diese hier noch, die Juwelen. Hier steht leider... Ach doch, da steht's. Nee, doch nicht. Hier steht leider immer noch nicht drin, welcher Kategorie diese Ware angehört. Das wäre auch immer noch meiner Meinung nach sehr hilfreich, wenn hier jetzt einfach mal stehen würde, dass es ein Alltagsgut ist. Aber ich glaube, wir haben jetzt fast alles abgedeckt. Muss nur mal gucken. Lederne Waffengriffe und... Juwelen. Das dürfte beides Alltagsgut sein. Fangen wir mal unten an. Juwelen und lederne Waffengriffe. Das sind die einfachen Waffengriffe. Ich glaube, die brauchen wir nicht mehr, ne? Ich nehme es trotzdem mal rein. Das Problem ist jetzt natürlich, dass ich jetzt nicht sehe, was denn wirklich noch gebraucht wird, weil ja gerade alles noch so durcheinander gewürfelt ist da. So, und die Juwelen brauchen wir auch noch. Ach, die sind wahrscheinlich schon Luxusgut, wa? Nö? Sind die tatsächlich ein Rohstoff? Obwohl die aus Edelsteinen hergestellt werden? Hab ich sie bloß übersehen? Wählen. Ach, hier sind sie doch. Blindpese Robin. So. Damit erstmal das. Das ist schon mal gut. Jetzt lassen wir die Zeit wieder normal laufen. Und wir steigen jetzt endlich auf zum Baron. Denn wir haben die 80.000, wir haben die 15.000. Her damit. Gratulation. Eurem unermüdlichen Streben nach Reichtum und Einfluss ist es zu verdanken, dass ihr ab sofort den folgenden Titel führen dürft. Baron. Wir dürfen jetzt, also wir haben keine neuen Privilegien bekommen, wir dürfen jetzt aber 7 Betriebe besitzen und führen. Schließen.
Hier sehen wir es nochmal. 6 von 7 haben wir bereits. Da würde ich doch sagen, wenn wir jetzt hier die Gerichtstermine durch haben. Haben wir schon. Okay. Da haben wir schon das nächste Gebäude. Jetzt werden wir hier erstmal schön die Erweiterungen uns ranholen. Weitere Arbeiter. Weitere Arbeiter. Weitere Arbeiter. Verkaufsfläche brauchen wir hier in dem Fall nicht. Fuhrknechte 2. Ich glaube 3 ist schon wieder zu viel dann. Schutz vor Krankheiten immer gerne. Und zwar auf Maximum. Dann noch die Kundenzufriedenheit, falls jemand hier vor Ort einkaufen sollte. Mal ein bisschen aufs Geld gucken. Produktivität natürlich auch nochmal auf Maximum. Ah, ansonsten, ich habe ja gesagt, ich habe mir Gedanken gemacht. Ich glaube, es macht... Oh, verdammt, da habe ich nicht aufgepasst. Ich glaube, es macht nicht ganz so viel Sinn, auf dem momentanen Stand des Spiels eine manuelle Handelsroute zu machen. Also eine manuell gespeicherte, automatische Handelsroute. Da wir das sowieso alles wieder ins Lagerhaus bringen, die Endprodukte, und die wiederum dann auch gleich verkaufen lassen automatisch. Und das sogar mit Fernhandel, wie wir gesehen haben, dass das auch automatisch passiert, was wunderbar ist. Sondern ich denke, wir lassen das erstmal alles automatisiert. Denn wir haben ja gesehen, dass die, wenn wir jetzt hier bestimmte Produkte manuell herstellen, statt automatisch herstellen, dann werden die ja auch automatisch rübergebracht in das Lagerhaus, um wiederum in einem anderen Betrieb verwendet zu werden. Und das wäre eigentlich der einzige Sinn, jetzt hier noch eine manuelle Route anzulegen. Im Moment. Ich bin auch sehr gespannt drauf, was jetzt hier noch passieren wird mit den Routen und der Produktion und so weiter und so fort. Ich hab nichts gemacht. Ja, dann kannst du lesen gehen. Helga. Ulrike Ohre. Ich hab nichts gemacht. Genau. Ich mag nicht. Deswegen lassen wir das jetzt auch erstmal für diese Staffel mit der manuellen Route. Darum kümmern wir uns dann nochmal später, beziehungsweise am Ende der Staffel gucken wir nochmal genauer rein, ob es denn da jetzt irgendwelche Neuheiten gibt. Oder wollen wir das jetzt mal? Pass auf, das machen wir jetzt mal so. Gucken jetzt mal hier rein. Nur mal testweise reingucken. Hier, neue einrichten. Da würde ich jetzt schon sagen, auf den ersten Blick ist es noch haargenau das gleiche, was es vorher war. Aus der letzten Staffel, was wir gesehen haben, als das große Handelsrouten-Update kam. Da haben wir jetzt hier immer noch die Warnhinweise, was hier gemacht werden muss. Wir haben hier, wenn ich jetzt hier Holz eingebe, muss ich da natürlich noch sagen, plus 20 oder minus 20. Okay, das ist es noch. Er sagt hier dann natürlich immer noch an, du hast jetzt hier 20 geladen. Du musst aber natürlich irgendwo noch eine Ausladestation finden. Das ist auch immer noch ein wunderbares System. Habe ich überhaupt nichts dagegen. Es macht wahrscheinlich auch mit einem anderen Spielstil einfach mehr Sinn. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich verzichte auf Lagerhäuser und möchte das immer direkt in die Betriebe bringen lassen. Weil ohne Lagerhaus hast du keine Warenverteilung. Und die wollte ich euch aber unbedingt zeigen, die Warenverteilung. Die finde ich persönlich schon sehr, sehr wichtig, sehr sinnvoll. Dann kann man sich nämlich in der Zeit um andere Sachen kümmern. So, ja, hier Bestätigung, fertig, aus. Wollen wir es wieder unbeliebt machen? Apropos, wie sieht's aus mit der Beliebtheit? Zack. Eieieiei, was ist denn da los? Oddersleben und Sunburg. Mal hier ist Neustadt. Sunburg haben wir doch... falsche Tastenkombi. Sunburg haben wir doch hier unsere ganzen Sachen schon zu stehen, ne? Das ist echt fies, dass wir jetzt so viel Beliebtheit immer verlieren. Hier auch schon wieder. Warum? Mann. Wir haben hier alle irgendwie was gegen uns. Stufenaufstieg Familienmitglied, das ist auch sehr schön. Ich würde sagen, wir bauen da gleich noch eine Tischlerei. Damit können wir im Moment das meiste Geld verdienen. Wir wurden irgendwo reingewählt. Ingo ist jetzt Zeugmeister, sehr schön. Na Landfried, wie sieht's mal langsam aus hier? Meinst du nicht, das reicht? Genug zur Seite, ich hasse dir doch bestimmt so Bestechungsgelder und so. Ne? Hier haben wir noch was. Eine nach Clara, aber sowas von. Ach, ist schon. Hä? Warum wird mir das nochmal angezeigt? Stimme abgegeben. Ich habe für keinen Kandidaten abgestimmt. Heinrich, ich habe einen Bug gefunden. Hier steht, ich hätte nicht abgestimmt, obwohl hier steht, ich habe abgestimmt. Hier, nochmal vorsichtshalber draufgeklickt. Hier steht, noch nicht abgestimmt. Hier steht aber, Stimme abgegeben. Wir gucken hier nochmal rein.
Stimme abgegeben. Uha. Uha. Trommler, mein Freund. Tut mir leid, aber das geht nicht. Ich bin gerade verhindert. Das ist so nicht drin, mein Lieber. Wenn du so viel Mist baust hier. So. Wart jetzt. Ambition. Ambition, Ambition, Ambition. Ansehensbonus, Ansehensbonus. Einschüchtern. Bonus beim Falschen, her damit. Boah, 5000. Aber komm, gib her. Die besten Preise hätte ich schon gerne. Ansehen hat sich verschlechtert. Warum? Ja, weil ich ihn verurteilt habe, ne? Wann ist denn die Wahl? Heute Abend. Gut. Okay, was ist hier los? Stufenaufstieg Familienmitglied. Schon wieder. Ist ja verrückt. Wir sind gut. So, lassen wir mal schnell laufen. Timer läuft, das ist gut, oder? Jo. Timer läuft, Aufnahme läuft. Kamera ist da, wo sie hingehört. Hat sich verschlechtert. Euer Ansehen ist gewachsen. Euer Ansehen hat sich verschlechtert. Euer Ansehen hat sich verschlechtert. Die Produktion wurde unterbrochen. Euer Ansehen ist gewachsen. Also beim besten Willen, das muss schon wieder buggy sein hier. Ja, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob sich das hier erst noch einpendeln muss. Ah, nee, Moment, ich weiß, woran es liegt. Uns fehlen Rohstoffe. Dann werden wir hier natürlich mal sagen. Wo ist es? Wo ist das Holz? Boah, Squallen, Squallen, Squallen. Hier machst du mindestens 60. Bretter ebenso. Pferde. Warte mal, ich muss mal gucken, was braucht ihr denn dafür? Das sind Reitpferde schon, oder? Nee, das sind normale Pferde. Ach, dann habe ich jetzt... Ah, dann muss ich nochmal die Reitpferde da rausnehmen. Aus der Lagerregel im Lagerhaus. Wo sind die Pferde? Hier sind die Pferde. Hier machst du mir auch mindestens 60. Eigentlich müsste ich ja auch nochmal Maximum 60 sagen, ne? So, die Beschläge. Beschläge, Beschläge, Beschläge. Hier hätte ich mindestens 20 gerne. Handkarren. Ah. Ahnkarren auch mindestens 20. Weil die brauchen wir ja. Und die Bretter noch. Achso, und Nägel. Nägel. Nägel und die Eichenholzbretter. Kriegen wir hin. Nägel und Eichenholzbretter. Hier sind die Nägel. Hier haben wir schon 20 drauf. Okay, und die Eichenholzbretter. Habe ich die schon eingestellt? Oder sind die schon automatisch eingestellt? Habe ich schon eingestellt. Superb. So, dann könnt ihr das erstmal herstellen. Jetzt ist die Frage, wollen wir noch einen weiteren Furtlecht mit einstellen? Na komm, ach. Das können wir uns gerade leisten. Jetzt fahren wir hier wieder runter. Nochmal zum Lagerhaus. Warum ich jetzt auch den weiteren Furtlecht eingestellt habe, einfach weil die einen weiteren Weg haben jetzt. Die sind ja da oben ziemlich abgeschnitten in der Neustadt. Mit der Tatsache, dass sie quer durch die Stadt reiten müssen, um überhaupt ins Lagerhaus ranzukommen und einmal um die ganze Stadt herum. Nee, mach mal hier 0. So. Und einmal um die ganze Stadt herum, um an die Rohstoffquellen ranzukommen, weil da oben sind ja die Wege zu. Ach, guck mal, es sieht gut aus. Ich würde sagen, das kriegen wir hier hin. Jetzt muss ich aber mal gucken, was macht denn unsere Steinmetzhütte? Was produziert die? Die produziert auch die Schiefertafeln. Und wie ich gerade sehe, da könnten wir auch mal aufwerten. Das werden wir auch machen. Denke ich mal. Ah, Einkaufskosten von Diamanten könnte uns natürlich ganz schön ruinieren. Ach Quatsch, die können wir selber herstellen. Dann stellen wir mich selber die Wettsteine her und die Juwelen und müssen nur Edelsteine einkaufen. Ah. Na dann. Euer Handwerk. Ist gewachsen. Für 35.000. Eieieiei. Ah, schaut mal, da guckt. Plus 15 Bonus beim Falschen kriegen wir dadurch. Hier leider nicht. Bei der Gewandweberei. Das ist schade.
Aber das kann damit zusammenhängen, dass das halt Diamanten-Glücksteine und Steinsoldaten sind. Und ich glaube, eins davon hatte sowieso schon diesen Bonus. Und das geben wir uns jetzt. Zack. Und Gebäude aufwerten ist es nicht, sondern jetzt sind die Sachen freigeschaltet. Und jetzt, oh, ich sehe gerade, wir haben hier einen Arbeiter zu wenig. Habe ich vergessen. Erweiterungen. Arbeiter. Oh, ich bin fast pleite. Ups. Könnt man hier was verkaufen hier, bitte? Danke. Das hätte jetzt richtig schief gehen können. Ich würde sagen, wir machen hier noch einen weiteren Fuhrknecht rein. Ach ja, klar. Jetzt weiß ich, wo mein Fehler war. Von Grund auf haben sie ja schon ein Fuhrknecht und ich habe zwei hinzugeschaltet. Für 2400. Die Produktion wurde unterbrochen. Ja. Da kümmern wir uns gleich drum. So, Krankheitsschutz hatte ich gerade, ja. Okay. Kurzer Moment. Hier machst du noch einen weiteren Fuhrknecht. Und wir brauchen noch einen weiteren Arbeiter. So, automatisiert das. Genau, er sagt nämlich schon, dass er hier selber herstellen möchte. Oha, jetzt haben wir hier noch so viele Sachen drin. Ich muss hier demnächst mal vorbeischauen und mal Ton, Erde und Wasser mit rausnehmen. Und alles wahrscheinlich auch Plasma und Farbe. Je nachdem, was die jetzt herstellen. Ihr seid ein Visionär. Die Steinsoldaten? Für 1,8? Oder die Glückssteine? Oder die Diamanten? Nee, ich denke mal, die werden auf Steinsoldaten umsteigen. Da haben wir aber viel an Einkauf, ne? Na, gucken wir mal, was die KI entscheidet. Welche Produktion steht still? Schon wieder die hier. Na, wie gesagt, die haben sehr weite Wege jetzt. Können wir hier noch weitere Erweiterungen hinzuholen bezüglich der Fuhrknechte? Ich glaube, einer geht noch, ne? Einer geht noch, den machen wir auch. Der ist auch notwendig, finde ich. Zack, zack. So. Dann müssen wir hoffen, dass die auch von selbst drauf kommen, dass sie auf dem Reitpferd einfach mal schneller unterwegs sind. Ist ja oft auch der Fall. Hier Carsten zum Beispiel. Hat sich schon einen Handkarren geholt. Irene. Hat sich eine Tragetasche geholt. Karl hat einen Pferdekarren. Nee, einen einfachen Karren. Warum hat der 4 Slots beim einfachen Handkarren? Das verstehe ich jetzt nicht. Stillstand ist Rückschritt. Warte mal. Ach, plus 2 Slots. Ah, stimmt. Habe ich falsche Erinnerung gehabt. Na gut. Ja, dann holen sie halt mehr Masse. In längerer Zeit. So. Euer Ansehen ist gewachsen. Also das mit dem Ansehen, das ist merkwürdig. Mal wächst es, dann sinkt es wieder. Obwohl wir nichts Böses machen. Wir lesen ja für die Leute vor zum Beispiel, was ja eigentlich das Ansehen steigern sollte. Hier, Sunburg steigt wieder. Und zwar nicht langsam. Es kann aber auch unter anderem damit zusammenhängen mit den Gerichtsurteilen, die wir machen. Ne? So, Wipke, was denn los hier? Warte, nochmal raufklicken. Die Räder sollen rollen. Du bist die vom Steinmetz. Ich habe dich eingestellt, aber nicht automatisiert, oder? Doch, hab ich. Ach, weil Feierabend ist, deswegen. Und eigentlich sind alle Sachen da, die sie brauchen. Mensch, Vera! Du bist gerade frei. Das finde ich gut. Geh mal hier hin. Dann soll sie mal das Wasser und die Tonerde da rausholen, auch wenn da noch Platz ist, aber wenn es nicht gebraucht wird, wozu soll es da rumliegen, ne? Wo ist denn Vera? Jetzt nicht. Ach, gerade angekommen. Sehr schön. So, liebste Vera. Vera, warum hast du noch Schiefer bei dir? Hab ich wohl vergessen. Ist was? Nö, alles gut. So, dann rennst du jetzt mal hier rüber. Ah, wir haben schon wieder Gerichtstermine. Kaufst du das? Kaufst du das? Ingo, Mensch, dich habe ich ja auch noch total vergessen hier. Ach, Mann. Die letzten Lagerausverkäufe. Hätten wir mal schön schnell noch Geld verdienen können eigentlich, wa? Sicher. So. Oh, warte mal, das war doof. Ingo? Was gibt es?
Geh mal hier hin. Vera auch. Dann kriegen wir die Sachen schneller leer. Das müssten wir ja eigentlich gleich schon mal gucken können. Also müsste gleich soweit sein, dass wir schon mal sehen können, was die denn jetzt hier noch brauchen und was nicht. Hier nimmst du das Wasser mit, nimmst du die Tonerde mit. Ingo ebenso. Also wenn ich das richtig sehe, gehen die auf Glücksteinproduktion. Die Produktion wurde unterbrochen. Weil die stellen jetzt gerade Diamanten her. Das heißt, wir müssten auch mal... Oh, das klang nach einer höheren Amtswahl. Oh, was ist denn jetzt los hier? Ach so, ja. Der Tag hat gerade wieder angefangen, deswegen. Wir gucken jetzt mal nach Edelsteine. Was haben wir hier eingestellt an Edelsteine? Wenn ich sie finde. Hier. Machst du mal 60er draus. Diamanten nicht verkaufen. Mach 20 draus. Was brauchten wir noch? Die Wettsteine. Wo sind sie? Wettsteine, Wettsteine, Wettsteine. Hier. Machst du auch 20 draus. Alles, was drüber ist, kannst du gerne verkaufen. So. Was noch? Für die Wettsteine. Was braucht man dafür? Da brauchen wir Leder und Granit. Lagerregeln. Leder und Granit. Hast du hier 20? Ah! Granit? Hier, auch 20. Das wiederum bedeutet, wir müssten Granit jetzt auch wieder und Edelsteine im Lagerhaus auch einrichten. Brauchen wir auch kein Holz mehr hier, ne? Genau. Warum haben die überhaupt Holz hier gelagert? Achso, wegen den Schleifstein. So. Feierabend. Geh zum Markt. Du gehst auch zum Markt. So, Leder und Edelsteine haben wir gesagt. Und Granit, ne? Edelsteine. 60. Nee, 120, so. 120 Edelsteine. Alltagsgüter. Leder. Haben wir schon eingestellt. Rohstoffe nochmal zurück. Hier habe ich was falsch gemacht. Ja, auch maximal 120. So. Dann Granit. Granit, Granit, Granit. Hier. Ja. 120. So. So läuft der Laden auch. Wir sehen es, es funktioniert so nach und nach. Wir könnten dann jetzt wahrscheinlich auch bald Ektoplasma wieder rausnehmen, weil wir das, wenn ich das richtig sehe, gar nicht mehr brauchen. Flachs ist noch so die Frage, ob wir das überhaupt noch brauchen. Ah, guck mal, jetzt gehen hier Verkäufe raus. Ach, ist das herrlich. Weil wir jetzt hier schon immer die Mindestlagermenge erreicht haben. Ich behalte mir das aber vor, da immer noch mal ein bisschen was gelagert zu halten. Ich sehe aber gerade, hier ist wieder eine Tragetasche abgelegt worden. Die hier gar nicht gelagert werden sollte. Geh mal hier drauf. Wo ist sie? Tragetasche, Tragetasche. Wo ist sie? Hier. Kannst du gerne 0 draus machen, dann kannst du beim nächsten Mal verkauft werden. Maximal 0. So. Zack. Ich bin zur Stelle. So, ihr zwei verkauft jetzt hier den Plunder. Dann haben wir jetzt auch endlich mal im Steinmetzlager das Lager aufgeräumt. In der Steinmetze das Lager aufgeräumt. So. Ja, hier sind wieder einige Meldungen, die wir gerade bekommen. Nun, ich sage es aber erstmal, du gehst nach Hause und Vera geht auch nach Hause. Dann könnt ihr beide gleich wieder losmarschieren und prahlen. Prahlen. Obwohl ich schon überlegen bin, ob die Vera als Erbin, selbstverständlich, ob die sich vielleicht mal um die etwas arg störenden, gegnerischen Dynastien kümmern sollte. Problem ist nur, es kann dann natürlich passieren, dass sie dann inhaftiert wird, ne? Wenn nicht sogar bei schwerem Verbrechen exekutiert. Ach, ja. Du auch nochmal. Du bist nicht der Hellste. Wer hat hier gerade nichts zu tun? Die Vera selbst, das ist richtig. Vera? Nee, warte mal, den Ingo wollte ich mal losschicken, fällt mir ein. Ingo? Du kommst doch mal zurück nach Hause. Endlich wieder was zu tun. Lass mal schneller laufen, wir brauchen noch ein bisschen Knete. Ach, der Ingo hier trägt immer noch die Waschlappen und den Blumenstrauß rum. Warte mal.
Ein Timer meckert gerade, wir machen aber minimal Überlänge heute. Dich haben wir so weit ausgerüstet, das ist gut. Ach, schau mal, da guck. Level 10 ist Maximum. Schon wieder total vergessen. Was ist hier schon wieder los? Jetzt hat die Steinmetze zu wenig. Ah, jetzt kommen die Sachen ran. Schießt du, Silberring kann jetzt mittlerweile auch raus. Stufenaufstieg. Machen wir hier kurz ein bisschen langsamer. Die Beschläge können ja auch raus. Wenn sie keine Tafeln mehr herstellen. Ja, guck mal, einer schau, hier werden Glücksteine hergestellt. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass die auf die Steinsoldaten umsteigen. Hm. Aber gut, hier gibt es noch ein Problem, was ich immer sehe, dass die Fernhandelsmärkte hier nicht mit aufgelistet werden in dem besten Marktpreis-Tooltip. Da habe ich bis jetzt noch kein einziges Mal Berlin oder was haben wir hier noch? Wittenberg und so gesehen. Das könnte das Problem sein, dass die KI schon weiß, da am Fernhandelsmarkt Berlin kriegst du maximale Preise für. Hier in dem Fall 2.500. Wir gucken hier nochmal rauf. Wisst ihr Bescheid? das könnte der Grund dafür sein. Wenn wir uns das hier angucken, wir kaufen ja hier tatsächlich eigentlich nur Ektoplasma und Edelsteine ein. Und das geht, das ist in Ordnung. Sieht schon wieder anders aus, als wenn wir jetzt selber Diamanten einkaufen würden. Aber gut. Ihr werdet geachtet. So, was hat gesagt, nehmen wir wieder raus. Das Ektoplasma und die Silberringe. Und die Beschläge. Immerhin. Silberringe. 0. 0. Ach, hätte ich auch so machen können, Mensch. Mist. Beschläge nicht beschaffen. Ich stelle mal trotzdem hier alles auf 0 in der Hoffnung, dass sie das dann wieder auslagern automatisch. Es kann aber natürlich auch sein, dass ich den Haken drin lassen muss, damit die das wegfahren. Ach was, was ist denn hier noch, Mensch? Robin, brauchst du doch gar nicht mehr. Jetzt kaufen die das bestimmt wieder neu, ne? Tonerde, wo ist er? Ach, total verpeilt. Haben sie es gekauft? Haben sie nicht. Sehr gut. Dann haben wir hier höchstens noch ein bisschen Schiefer, aber hier, komm. Lassen wir mal 5 Grad sein. Ich wollte hier nochmal kurz aufleveln. Stufe 6, sehr schön. Nee, Stufe 4, Entschuldigung. Dann aber Ingo. Ingo? 64.000 brauchen wir dafür. Könnten wir mal machen. Sollten wir wahrscheinlich auch mal machen. Aber ihr Lieben, wir haben hier gerade... Oha! Ich glaube, hier sind einige erwachsen geworden. Kann das sein? Nee. Moment. Die Räder sollen rollen. Burmarkt, Burknecht. Das wäre vor Kind. Kind ist alt genug, um lesen zu können. Okay. Kind, geh lesen. Weit drauf. Warum wird jetzt... Achso. Das ist natürlich auch ein bisschen doof, ne? Jetzt wird ja automatisch Juliane ausgewählt. Die Achsen sind so, wir haben noch ein paar Gerichtstermine. Eieieiei. Die kandidieren wir noch nicht mal. Och Gott. Habe ich jetzt ein bisschen rumgetrödelt. Ihr Lieben, ich würde sagen, das war's für heute. Beim nächsten Mal werden wir mal, ich hoffe, ich denke dran, den Ingo losschicken zum Monarchen. Oder auch einen anderen. Müssen wir mal gucken, dass wir uns da mal bekannt machen beim Monarchen, damit der weiß, ey, da ist eine richtig tolle Familie. Die Lestrats. Und die sind doch viel, viel besser geeignet, um Landesherr zu sein. Und da ist einer, der ist innerhalb von einem von einer Generation, von einem Lebensalter ist er schon Bürgermeister geworden. Und ist noch jung genug, um Landesherr zu werden, hat ganz viele Familienmitglieder, ist mit allen verbündet hier, auch wenn einige der Meinung sind, dass wir blöd sind. Von daher, ich bin's alle wart für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaltet doch gerne morgen wieder rein. Ciao!